Servus zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein besonderes Video, denn heute ist der Tag, an dem FIFA Mobile TV ein Jahr wird bzw. wurde. Und in diesem Video möchte ich euch so einen Rückblick auf mein erstes YouTuber-Jahr geben, mit den Höhen und Tiefen bzw. Erfolgen und Misserfolgen. Und deshalb kommen wir gleich mal zum Inhalt. Der Aufbau dieses Videos ist folgendermaßen. Als erstes schauen wir uns die Entstehung und Entwicklung dieses Kanals an. Dann schauen wir uns den Teilnahme an YouTuber-Turnieren, weil da waren wir schon insgesamt an 4 YouTuber-Turnieren, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Dann kommen die erfolgreichsten, besten bzw. lustigen Videos, halt einfach die Videos, die ich wirklich am meisten feiere und die euch als Teil der FMTV-Army eigentlich wirklich anschauen müsst. Und dann kommen noch meine Schlussworte, da rede ich halt über die Erfahrungen aus dem ersten YouTube-Jahr, mein Statement zu den 200 Abos und was in der Zukunft des Kanals passieren wird. Deshalb beginnen wir gleich mal mit der Entstehung und Entwicklung des Kanals. Hier könnt ihr schon die unterschiedlichen Logos sehen, die ich bisher gehabt hatte. Und deshalb fangen wir gleich mal an. Wir steigen beim 4. Juli 2017 ein. Also an diesem Tag bringe ich mein erstes Video auf YouTube online, nachdem ich eigentlich mehrere Tage überlegt habe, ob ich mit YouTube anfangen soll, weil wir haben Ende Juni. Seit Tagen überlege ich eigentlich schon, soll ich mit YouTube beginnen, weil ich denke mir so, ich könnte erfolgreich werden, weil mein Plan ist, ich nenne meinen Kanal Pestos17 Mobile TV und verbunden mit meinem Fußballwissen erhoffe ich mir wirklich, dass ich dann eigentlich nach ein, zwei Monaten wirklich so 30, 40 Abos habe und am 4. Juli ist dann wirklich soweit, ich bringe mein erstes Video auf den Kanal Pestos17 Mobile TV und dieses Video heißt Pestos17 Mobile TV. Deutsch Hashtag 1. Ja, ich bin gespannt. Ich denke mir dann so, dass ich relativ schnell Aufrufe kriege. Ja, aber dann geht es nach hinten los. Es klappt leider nicht. Ich bringe noch ein zweites Video hoch, lade hoch. Das ist dann PES 2017 Hashtag 2 International Champions Cup. Aber es wird einfach nichts. Ich habe dann, glaube ich, 2 Abonnenten. Einer hat mich abonniert. Aber es bringt nichts. Ich habe kaum Aufrufe, habe sogar negative Kommentare. Und dann zweifle ich auf einmal meine Idee. Deshalb bringe ich dann so ein neues Konzept raus, indem ich so verschiedene Videos mache über verschiedene Games. Zum Beispiel, hier könnt ihr links unseren Score Hero, Hashtag 1, Beginn einer großen Karriere. Oder auch FIFA Mobile, Hashtag 1. Weil meine Taktik ist dann, wenn ich zum Beispiel Score Hero rausbringe, abonniere mich vielleicht 5 Score Hero Fans. Wenn ich dann Dream League Soccer bringe, abonniere mich 5 Dream League Soccer Fans. Und wenn ich dann verschiedene Videos mache, erreiche ich quasi verschiedene Abonnentengruppen. Aber leider hat es wieder nichts gebracht. Ich bin wieder erfolglos und bin, glaube ich, ich hatte schon 3 Abonnenten gehabt, weil einmal habe ich mich dann selbst abonniert. Traurig aber wahr. Aber ich habe nämlich seit eine neue Hoffnung, weil dann denke ich mir einfach, generell solche Fußball-Mobile-Spiele, wenn du das als YouTuber machst, da ist der Markt jetzt nicht so groß, wie wenn ich vielleicht Fortnite rausbringe oder wirklich das echte FIFA. Und deshalb schaue ich so, was ist wirklich von den Fußball-Mobile-Games am erfolgreichsten, weil ich möchte schon eigentlich, ja, FIFA, also ein Fußball-Game spielen, weil ich dann, wie gesagt, das mit meinem Fußball-Fachwissen, weil ich mich eigentlich schon relativ gut auskenne, denke ich, verbinden kann. Und dann komme ich, wie gesagt, nach einem Monat nach Gründung von Pestos17 Mobile TV auf die Idee, den Kanal auf FIFA Mobile TV umzubenennen, ja, weil ich dann einfach hoffe, dass dann endlich der Knotenplatz bei FIFA Mobile halt wirklich so das erfolgreichste, also das beliebteste Fußball-Game fürs Handy ist. Aber ja, leider habe ich mich wieder geirrt und auch der Umstieg bringt wenig. Ich erreiche immer noch nicht die 5 Abonnenten, habe kaum Kommentare, auch keine Aufrufe so wirklich. Und dann denke ich mir wirklich so, vielleicht bin ich doch nicht so der gute YouTuber, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber immerhin gibt es einen, der mich wirklich rettet und ohne diesen YouTuber gäbe es jetzt dieses Video nicht. Das ist FMG, FIFA Mobile Design, also kurz FMG. Und der hatte damals dann schon über 100 Abos, sogar schon die 200. Und der hat irgendwie in jedem Video einen Kommentar geschrieben. Hat mich motiviert, dass ich gut bin. Zum Beispiel hier, ja, dass ich wie gesagt gut bin. Hat mir auch Tipps gegeben. Ja, das ist halt eigentlich wirklich so den Kanal gerettet, deswegen habe ich nie aufgegeben, weil ich mir gedacht habe, der ist ein größerer YouTuber und der mag meinen Kanal. Ich verstehe aber zwar immer noch nicht, warum FMG das gemacht hat, weil ich habe eigentlich kaum Aufrufe,
keinen Kanal. Warum wir genau, es gibt ja so viele Kanäle, die wirklich am Boden sind, also die kaum Abonnenten haben, und genau mich sucht er auf und schreibt immer nette Kommentare. Dennoch, FMG motiviert mich zwar, aber ich komme trotzdem nicht über die 5 Abonnenten raus. Aber dann kommt wirklich ein Video, was wirklich alles verändert. FIFA Mobile Hashtag 12. Wir holen für über 500.000 Coins neue Spieler. Das auf einmal nach einer Woche hat es irgendwie schon 400 Aufrufe. Ich bin dann wirklich verwirrt. Hä, was soll das? Warum schauen auf einmal so viele zu? Das ist eigentlich, wenn man so bedenkt, ich habe kein Thumbnail und auch so. Also wenn man das Video so sieht, es sieht nicht so toll aus, aber ich habe dann über 500 Aufrufe und deshalb wirklich so der Startschuss. Das war wirklich so persönlich der Wendepunkt von meiner Krise. Und auf einmal kommen Abonnenten. Dann feiere ich 10 Abonnenten. Die Woche drauf 20 Abonnenten. Und am 5.11.2017 erreiche ich tatsächlich die 50 Abonnenten. Auf einmal ist es nicht mehr, das ist richtig cool. Das fühlt sich ganz anders an, weil am Anfang du 5 Abonnenten hast. Das fühlt sich wirklich so an, als würdest du gegen eine Wand sprechen. Und auf einmal habe ich so viele Aufrufe und Abonnenten. Auf einmal macht es mir richtig Spaß. Ich bringe regelmäßig Videos raus. Am Anfang habe ich vielleicht alle 2 Wochen ein Video gemacht. Aber ich mache es regelmäßig. Und es ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Und dann, der Erfolg hält wirklich an. Der hat wirklich in die Monate angehalten. Und am 5.11.2017, nachdem haben wir, wie gesagt, die 50 Abonnenten geknackt. Und 1,5 Monate später, am 27.12. kriege ich 100 Abonnenten. Das ist wirklich für mich die schönste Weihnachtsabonnent. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal habe ich mich so stolz gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber das Gefühl ist unbeschreiblich. Weil dann bist du nicht mehr. Du bist ja nicht mehr so 0815 YouTuber. Du kannst da schon ein bisschen was. 100 Abonnenten ist wirklich schwer, weil das Problem ist am Anfang, wenn du wenig Abonnenten hast, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, wenn jemand auf deinem Kanal stößt, der dich abonniert. Und dann erreicht man tatsächlich die 100 Abos und der Erfolg geht einfach weiter. Am 6.4.2018 kriegen wir die zweiten 100 voll. Mittlerweile haben wir sogar über 240 Abonnenten. Das ist einfach unglaublich, wenn man die Entwicklung sieht. Nach 3 Monaten habe ich eigentlich schon fast aufhören wollen. Und jetzt sind wir einfach so groß auf ein Jahr. Das ist unglaublich. Und ich hoffe einfach, dass wir weiter wachsen, dass wir jetzt dieses Jahr noch die 300 voll kriegen. Und dann bin ich einfach gespannt, was zu den nächsten Jahren mit diesem Kanal möglich ist. Kommen wir zum zweiten Punkt, unsere Teilnahme an YouTuber-Turnieren. Da war ich schon an einigen dabei, Scout Cup, Fatal, FM World Cup, PAX Cup. Und zu diesem, dann wie gesagt, mein erstes YouTuber-Turnier war der Scout Cup. Der hat vom 30.12.17 bis zum 7.01.18 stattgefunden. Und ich war da richtig nervös, weil es dann schon was Besonderes, wenn du wirklich an einem Turnier teilnimmst, du viele bekannte FIFA Mobile YouTuber sind, die dann wirklich so auch dein Vorbild sind, 5, 6, 700, 800 Abonnenten haben, und ich war halt wie gesagt entsprechend nervös und habe dann extrem verkackt. Ich konnte mit dem Druck nicht umgehen. Ich bin dann auch in meiner Gruppe, ich war in der Gruppe mit FIFA Let's Mobile und JTV LPS und bin dann tatsächlich letzter geworden. 2 Spiele, 2 Niederlagen, relativ deutlich. Ich kann mich erinnern, beim 2. Spiel war ich so verzweifelt, weil als ich dann gespürt habe, dass ich dann wieder keine Tore schieße am Anfang, war ich so nervös, ich war echt komplett enttäuscht, weil du nimmst dann wirklich bei so vielen bekannten YouTubern an einem Turnier teil, und ja, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber damals habe ich mir schon gedacht, dass ich mich das so lächerlich gemacht hat und dass ich vielleicht, weil ich so schlecht bin, wirklich an keinen YouTuber-Turnieren mehr teilnehmen darf. Doch natürlich ist diese Sorge umsonst, denn bald darauf werde ich schon von FIFA Let's Mobile zu seinem Turnier, dem PAX Cup, eingeladen, der vom 27.01. bis vom 10.02. stattgefunden hat. Und dieses Mal ist mir tatsächlich gelungen, wirklich so zu spielen, was ich eigentlich drauf habe, und wäre dann tatsächlich Gruppensieger meiner Gruppe. Ich bin in der Gruppe mit Rage, FIFA und Max, die ich dann beide besiege, und dann kommt es im Halbfinale zum Showdown. Ich spiele gegen den Organisator FIFA Let's Mobile. Ist also wirklich ein richtig spannendes Duell, und ich habe dann mit einem Tor Unterschied gewonnen und damit bin ich dann im Finale gegen FIFA Finn 22 gestanden. Ist auch ein nicer YouTuber, den ich völlig korrekt finde. Und dann gab es halt ein Problem, weil wir hatten keine Zeit,
in nächster Zeit da das Spiel zu bestreiten, weil ich in Urlaub gefahren bin und da hatte ich kein WLAN gehabt. Und dann war FIFA für ihn wirklich so korrekt und hat gesagt, ja, wenn eigentlich hätte man auch darüber reden können, wenn ich die Zeit nicht dazu habe, dass er gewinnt. Aber er war natürlich der Vollfairplay und hat gesagt, dann gewinnen wir beide, haben uns darauf geeinigt, dass wir beide gewinnen, weil es halt einfach fair ist. Und wir wollten dann auch nicht nach dem Urlaub austragen, weil es wäre halt einfach, ja, eine Woche Verschiebung wäre einfach blöd gewesen, weil der PAX Cup hat zu diesem Zeitpunkt stattgefunden. Wäre blöd, wenn das nächste wieder erst eine Woche später kommt vom PAX Cup. Deshalb haben wir uns, wie gesagt, geeinigt, dass wir beide Sieger werden und damit konnte ich mich dann PAX Cup Sieger nennen und dementsprechend motiviert bin ich auch zum nächsten Turnier gefahren. Zum legendären Fatal von FMG. Der hatte damals, das war dieses Fatal, hat vom 10.2. bis zum 2.3.2018 gedauert. Ein Jahr zuvor hat FMG ja auch schon mal Fatal gemacht und das war eigentlich wirklich so das beste FIFA Mobile Turnier und da war ich da völlig gehypt, dass ich an diesem großartigen Fatal teilnehmen kann und war dementsprechend wirklich motiviert, allein schon vom PAX Cup Sieg und dass ich wirklich an Fatal teilnehmen kann. Letztendlich muss ich sagen, war es dann nicht ganz so legendär wie das erste Fatal von FMG. Dennoch, geiles Turnier. Ich habe im Achtelfinale dann, nee, im Viertelfinale war es, habe ich, das war also die erste Runde war quasi das Viertelfinale und da habe ich dann wieder gegen FIFA Let's Mobile gespielt. Das war mein drittes Turnier und zum dritten Mal treffe ich auf FIFA Let's Mobile und mir war klar, dass FIFA Let's Mobile die Revanche für das Aus beim eigenen Turnier möchte, wie, kann ich verstehen, wie die Brasilianer 2014, war natürlich auch FIFA Let's Mobile sehr enttäuscht, bei seinem eigenen Turnier so im Halbfinale rauszufliegen. Ich habe gedacht, diesmal verliere ich gegen FIFA Let's Mobile, aber ich habe wieder gezeigt, dass ich vielleicht den Tick besser war, beziehungsweise vielleicht gehypt von meinem Sieg und der Teilnahme an Fatal motivierter war und damit FIFA Let's Mobile rauskam auf dem Turnier. Aber dann stand im Halbfinale ich da FMG gegenüber und der hat natürlich mit mir kurzen Prozess gemacht. Ich glaube, es ist irgendwie ausgegangen 7 zu 25, 28, ich weiß es nicht genau. Aber letztendlich, nach dem Fatal-Turnier habe ich echt gedacht, ich bin so wirklich bei den FIFA Mobile-YouTuber-Turnieren angekommen. Habe, wie gesagt, das erste Turnier Ausrutscher, dann wurde ich PAX Cup-Sieger, Halbfinale bei Fatal. Dann habe ich echt gedacht, ich bin dabei. Doch dann gab es die böse Überraschung bei FM World Cup. Das war vom 18.04. bis zum 20.05. Habe am ersten Spieltag habe ich gleich gegen FIFA Max gespielt. Habe ich relativ hoch gewonnen. Und da dann FIFA Max gegen Real Joel FIFA gewinnt, habe ich gedacht, wenn ich FIFA Max besiege und der dann, der Verlierer, der gegen mich verloren hat, Real Joel FIFA besiegt, da komme ich dann locker weiter. Ich habe 3 Punkte, FIFA Max 3 Punkte. Und dann habe ich dieses Spiel gegen Real Joel FIFA nicht ganz so ernst genommen und hätte eine richtige Klatsche bekommen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich war verwundert, dass Real Joel FIFA auf einmal dann so überragend war. Der hat, glaube ich, dann irgendwie 20 bis 25 Tore sowas geschossen und im Spiel sofort einen neuen geschossen. Und wie ich sie herausgestellt habe, hat er dann anscheinend, ja, besonders geübt. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, mit 3 Punkten als Letzter, also ich hatte genauso viele Punkte wie der Erste, bin ich dann dennoch ausgeschieden gegen FIFA Max. Ja, aber da habe ich das Turnier, ich habe eigentlich schon gedacht, ich bin wirklich weiter, aber man sollte sich nicht zu sicher fühlen, da hätte ich mir mehr Mühe geben müssen. Und zwar dann trotzdem unnötig ist aus, dennoch was tragisch, weil 3 haben 3 Punkte und natürlich werde dann ich Letzter. Macht nichts. Ich gehe davon aus, dass ich noch bei weiteren Turnieren teilnehmen kann und dann wieder bei den nächsten Turnieren wieder zeigen kann, was ich wirklich drauf. Beim dritten Punkt angelangt, die besten Videos auf meinem Kanal, gibt es mittlerweile schon über 100 Videos, aber einige Videos sind wirklich ein Must-Have für gute bzw. treue Abonnenten, die ich wirklich anschauen kann, die ich nur empfehlen kann. Und dann kommen wir gleich zum ersten Video. Das habt ihr schon in der Präsentation schon gesehen, das habe ich auch schon erwähnt, aber es ist einfach mal. Das muss man sich einfach anschauen. Wie gesagt, nochmal kurz, hab ich das schon erzählt. Hat mittlerweile 1296 Aufrufe. Und ja, ist eigentlich wirklich so dieses Video, was wirklich diesen großen Umbruch auf meinem Kanal eingeleitet hat. Ohne diesem Video hätte ich jetzt nicht die 250 Abonnenten. Wie gesagt, ich weiß es nicht, warum ich auf dieses Video so viele Aufrufe habe. Es ist ein ganz normales Video eigentlich. Und ich habe nicht mal ein Thumbnail, aber ich habe trotzdem so viele
Aufrufe. Das kann ich noch immer nicht so wirklich glauben. Aber ich finde es natürlich auch irgendwie besonders. Wirklich fast 1300 Leute haben sich dieses Video in ganz Deutschland angeschaut. 1300. Ihr müsst euch mal die Zahl vorstellen. Das ist wirklich unglaublich, finde ich. Und wie gesagt, müsst ihr euch wirklich anschauen. Das Video, ich war damals noch nicht so gut. Ist natürlich lustig zu sehen, wie ich mich wirklich quasi von diesem Video, generell vom ersten Video wirklich bis zum jetzigen Video entwickelt habe. Kommen wir zum nächsten. Und das ist wirklich eine Serie, die ist so gelungen. Wirklich eine Serie, die das hat richtigen Hype erzeugt. Das ist die Road to Tommy Castle Model. Tommy Castle Model Serie. Tommy Castle Model ist der schlechteste Spieler in FIFA. Der spielt bei Aue, wobei er spielt eigentlich gar nicht bei Aue, weil es ist so, man braucht, jeder Verein braucht eine gewisse Anzahl an Spielern im Kader, die im Verein ausgebildet worden waren. Castle Model hat in der Jugend von Aue gespielt, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 30, spielt irgendwo in der 7. Liga und da die zu wenig Spieler haben, haben die ihn einfach nominiert. Ist zwar eigentlich nur Platzwart, er kommt halt nicht zum Einsatz, eher das ist so formell. Und ihr könnt euch hier mal die Aufrufe anschauen. 571, 299, 1963 und 200, wenn man es mal überschlägt, sind es weit mehr als 2000 Aufrufe. Und ja, ihr könnt euch die Videos gerne anschauen, weil es ja nicht so, dass das Video überaltet ist. Tommy Castle Model gibt es wirklich und die Serie kann ich wirklich empfehlen. Hat sich wirklich schön hingezogen und es war auch immer wieder Spaß gemacht. Und die Serie war bei euch wirklich sehr beliebt. Dann kommen wir jetzt zum lustigsten Video. Das war am zweiten Weihnachtsfeiertag mit meinem Cousin. Und ich sag mal so, es ist ein bisschen chaotisch geworden. Ist dann auch lustig geworden, weil mein Cousin war zuerst überrascht, als ich gesagt habe, ja, hast du mal Lust, mir ein Video aufzunehmen? Und dann er so, hä, warum willst du ein Video mit mir aufnehmen? Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich einen Kanal habe. Und ich sag mal so, er war wirklich überrascht, dass ich, damals hatte ich glaube ich 90 Abonnenten, stand ich damals kurz vor 100 Abonnenten und da haben wir halt gemeinsam gespielt und einmal sind wir dann richtig ausgerastet, weil da habe ich erst ein Traumtor geschossen, ich glaube aus 30, 40 Metern so Volley, da ist er ausgerastet und dann habe ich eine Minute später fast dasselbe Tor nochmal geschossen. Das war natürlich wirklich spektakulär, ich war von mir selber auch überrascht und dann ist er richtig ausgeflippt. Es gab auch Lachflash und er hat sich manchmal vielleicht ein bisschen witzig angestellt, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich würde sagen, das Video, das müsst ihr euch wirklich anschauen. Und da habe ich natürlich beim Thumbnail ein bisschen übertrieben, das war da auch noch nicht das beste Thumbnail, aber zerstört mein Cousin mich und es war eigentlich genau anders herum. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Und ich sehe ja gerade, mir fehlt ja irgendwie ein Bild bei viertens, habe ich anscheinend vergessen. Meine Schlussworte generell, Dankaussagen, Erfahrungen aus dem ersten YouTube-Jahr und so weiter. Erstmal möchte ich mich bei Abonnenten bedanken. Generell wirklich möchte ich mich bei jedem Abonnenten wirklich herzlich bedanken, dass wir so eine geile Community geworden sind. Da fällt mir auch gerade ein, damit ich wirklich Abonnenten mir relativ wichtig. Und es war mal so, irgendein Abonnent hat sich gewünscht, dass ich so eine Köln-Folge mache, also Team Challenge Köln. Dann habe ich das ein bisschen rausgezögert und dann hat er gesagt, nee, er hat mich jetzt deabonniert und dann habe ich extra wegen ihm dieses Video gemacht und hat dazu geschrieben, ja, das ist ja schon irgendwie scheiße, was es jetzt soll, wegen einem Abonnenten, ich soll nicht auf den einen hören, hat er gesagt, obwohl er sich gewünscht hat und gedroht hat, mich zu deabonnieren. Aber mir ist wirklich wichtig, dass jeder Abonnent glücklich wird und wenn ein Abonnent einen Wunsch hat, dann wirklich versuche ich ihn wirklich zu erfüllen, weil nur so kann eine Community entstehen, wenn wirklich sich jeder wertgeschätzt fühlt. Aber wie gesagt, nochmal jetzt ganz besonderen Abonnenten, danke an diese Abonnenten. Erstmal den ersten Abonnenten, Abdul Hasan, der heißt heute Fortnite Gamer. Ja, er ist eigentlich gar nicht mehr aktiv, er hat glaube ich schon seit einem Dreivierteljahr keinen Kommentar mehr geschrieben. Ich weiß nicht, ob er mir die Videos anschaut, aber ich finde, als erster Abonnent könnt ihr trotzdem ins Video rein. Vielleicht, wenn Abdul Hasan, wenn du das Video siehst, dann vielleicht erstmal einen Kommentar da lässt. Genau, dann kommen wir zum nächsten, das Urgestein. Das ist schon wirklich Abonnent, seit ich glaube, der ist schon lange, bevor ich 40 Abos hatte. Und das ist wirklich seitdem da, taucht er immer wieder auf. Das ist Lukas21, wobei das statt dem U steht da ein 7, weiß ich immer noch nicht, warum da ein 7 statt dem U ist. Und auf jeden Fall ist wirklich ein aktiver Abonnent. Da fällt mir auch noch ein, wer auch noch schon lange da ist, glaube ich, Fight und Master.
Dark Lord. Ist wirklich so, wirklich die Urgestalt, die mir jetzt so einfallen. Besonders, wie gesagt, Lukas 21. Und ich finde es einfach toll, wenn der Kanal wächst, aber wirklich die Urgesteine bleiben. Dann kommt, wie gesagt, nochmal der rettende Motivator FMG FIFA Mobile Design. Ohne ihn hätte ich schon vor 10 Monaten aufgegeben. Dann kämst du dem Kanal gar nicht. Dann, wie gesagt, nochmal ein Designer, der mir dieses nice Thumbnail, diesen nice Banner und das nice Logo gemacht hat. Das ist Scribes LP FIFA Mobile. Jetzt spreche ich richtig aus. Weil er hat sich beschwert, dass ich Scribes gesagt habe. Aber jetzt weiß ich, er ist Scribes LP FIFA Mobile. Dann, wie gesagt, der ganze FMTV Army, wie ich schon vorher erwähnt habe. Wenn ihr Wünsche habt, gerne in die Kommentare schreiben. Verbesserungsvorschläge, bin ich wirklich offen. Und dann, wie gesagt, auch noch der FM, also FIFA Mobile YouTuber Community, mit zum Beispiel Rage, FIFA, FMG und wie sie alle heißen, weil ich finde es auch toll, dass da quasi so wirklich so ein Teil dieser FM YouTuber Community ist. Man tauscht dann auch aus über Videos und so, motiviert sich gegenseitig und finde ich da auch schön, dass ich da so reingerutscht bin. Jetzt kommt noch mein Statement zum ersten YouTuber-Jahr. Ich habe mal am Tag, habe ich mir wirklich mal alle Videos so ein bisschen angeschaut und dann habe ich mir überlegt, was sind wirklich so die Kernaussagen? Und dann bin ich zu zwei Zitaten gekommen, die wirklich so das erste YouTuber ja am besten beschreiben. Mein erstes Zitat, das mir eingefallen ist, ich lese einfach mal vor. Vor genau einem Jahr, als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass ich in einem Jahr so erfolgreich sein werde und dass mich der Kanal und die FMTV Army so stolz machen werden. Ich finde es wirklich unglaublich, dass wirklich so eine Community zusammenwächst, dass der Kanal so erfolgreich wird. Ich finde es einfach toll und ich hätte mir vor einem Jahr nie gedacht, dass ich wirklich so stolz auf diesen Kanal sein werde und dass dieser Kanal wirklich so ein großer Teil meines Herzens wird. Und das, glaube ich, sagt alles aus, dieses Zitat, wie dieses erste YouTube-Jahr verlaufen ist. Dann kommen wir zum zweiten Zitat. Ich weiß nicht, wohin mich der Weg mit FIFA Mobile TV führt, beziehungsweise wie lange es FIFA Mobile TV geben wird. Eines weiß ich aber sicher, nämlich, dass dieser Kanal immer einen Platz in meinem Herz haben wird und ich ihn nie vergessen werde, auch in 30 Jahren. Dieses eine Jahr. Am Anfang war es so FIFA Mobile, da war dieser Kanal mir quasi fremd. Ich habe ihn benutzt, weil so für Videos so ein bisschen. Aber mittlerweile ist wirklich, bin ich quasi wirklich so FIFA Mobile TV. FIFA Mobile TV ist wirklich so quasi ein Teil meiner Person geworden. Wenn jemand FIFA Mobile TV schreibt, fühle ich mich gleich angesprochen, weil es quasi so mein Zweitname ist. Ich möchte es nicht übertreiben, aber wie gesagt, und ich glaube, ich werde diesen Kanal nie vergessen. Ich weiß nicht, schaffen wir 1000 Abonnenten, 500, 10.000, ich weiß es nicht. Vielleicht bleibe ich auch bei 250 Abonnenten stehen, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, dieses eine Jahr hat FIFA Mobile TV mich, diese YouTube wirklich so geprägt. Vor einem Jahr, ja Mai, da war YouTube, ich sehe YouTube auch jetzt ganz anders, weil YouTube ist wirklich meine Hilfe, wo ich wirklich so, weil ich liebe es zu kommentieren, euch zu unterhalten und mit YouTube kann ich dies erreichen. Und ja, auch dieser Moment, als ich 100 Abos habe, ist einfach unbeschreiblich, habe mich so toll gefühlt. Und ja, FIFA Mobile TV ist wirklich in meinem Herzen, auch die FMTV Army, also das ist wirklich super. Und genau, wie gesagt, das war's. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie viele Abonnenten ihr meint, dass ich im zweiten YouTube-Jahr erreiche. Wie gesagt, Verbesserungen, Wünsche, Tipps, wirklich gerne in die Kommentare. Es gibt keine dummen Kommentare, wenn euch was nicht gefällt, wirklich gut. Ich bin auch offen für, konstruktive Kritik. Und wenn auch ihr zum Beispiel einen Kanal